Da was steht Alex ich hier drauf? Nicht nehmen von den. Ich habe jetzt Alex. Keine Lust mehr, das durchzulesen. Ich nehme jetzt einfach random irgendwelche. Oh Gott, das kann ja was werden. Die ersten eins oder zwei könnten die doofen sein. Dann könnten wir auch noch einfügen, wenn man schon irgendwie alles auswählen kann, so ein Random-Button, wo man einfach random irgendwelche. Das Problem ist, wir haben alles, bis auf die Karte oder einen Schlüssel. Und Schlüssel bringt in den Runden nichts. Und Karte, naja. Was ist das? Erhöht leicht die Reparaturgeschwindigkeit. Ich hab grad verstanden, erhöht leicht die Grippegeschwindigkeit. Was? Ja, das auch. Ja, gut. So. Ready to go. Das. Ich und. Wolltest du nicht dein Oberteil wechseln? Ja, damit ich noch besser erkannt werde. Oh ja, ich warte auch, mal, dann müssen wir das alle machen. Vor allem finde ich bei ihr so geil vor das Tanktop und dann noch das fette Armband dazu. Die andere Hose passt leider nicht, das ist voll doof. Müsste so. Das, also wer Left 4 Dead besitzt, hat das Oberteil auch, ne? Weil das gab's gratis, wenn ihr Left 4 Dead besitzt. Oder Left 4 Dead 2, eins von beiden halt. Ah. Kann ich auch keine Hose auswählen. Dead by Daylight, jetzt der Nacktpatch. Kann ich auch keine Hose auswählen. So ein Zitat, das kannst du irgendwie posten, so. Kann ich noch mehr keine Wurst haben? Kann ich auch. An dem Tag, an dem die Wurstverkäuferin mir meine Gratis-Scheibe Mortadella verweigert hatte, da wurde ich zum Mann. Das sieht so aus, als würden wir zu irgendeiner Sekte gehören. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Nein, wir gehen einfach nur zu einem Fangirl-Treffen. Yay! Aber was haben wir uns ja alles auf mit zwei weitere Kisten, warum auch immer, helles Mondwerk. Ja! Wer hat denn hellstes Mondlicht gewählt? Ich hab Glück von euch genommen gerade. Ja, das war dann wahrscheinlich ich. Oh ich hab Mann, auch ey, wie geil. Ja, der Killer ist ja in Ordnung. Aber wir hatten ja zweimal, das Glück heißt, genommen. Ein Survivor muss es auch haben. Ich hab das salzige Ding ins da genommen. Vortex? Ja. Ja, was. Du bist ja bald wieder hier, ne? Was ist eigentlich alles auf der. Vielleicht hab ich auch einen Zahnarzttermin, ich weiß es noch nicht. Bei mir. Oh, cool! Ich hab mir schon mal Geld zum Ticket für Samstag gesagt. Ja, das ist praktisch, dann muss ich auch nie wieder. Danach landest du bei meiner Nachbarin. Dann gibt's die guten Dritten. Die esse ich auf. Hab ich endlich mal was für Mütige. Hab ich endlich mal eine ordentliche Portion was zu essen. Reicht dann für einen Tag vielleicht. Ja, da bist du tot. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht an der Fettvergiftung sterbe, falls es das gibt. Das nicht, aber Cholesterin. Oder das, ja. Ich muss auf mein Cholesterinspiegel achten. Grubenschacht. Ich bereue es jetzt schon, dieses Outfit benommen zu haben, aber egal. Ich bereue es jetzt schon, hellstes Mondlicht genommen zu haben. Nächstes ist schon hell. Gut für die Aufnahme. Es ist gar nicht so hell, wie ich es erwartet habe. Blau. Hallo, Rabe. Ja, mit diesem roten T-Shirt, das leuchtet schon förmlich. Ich habe irgendwie erst gefühlt, ja, die Blauanteile wurden erhöht. Oh, guck mal, er ist ein Geist. Ah. Oh, servus. Hallo. Ich gehe weg. Wie alle an der Palette stehen. Man könnte mal sehen, ob ich irgendwas finde, was man... Nein! Alle jetzt davon. Manjo! Gut, ja, bei diesen Sektenmitgliedern ist das, man die ziemlich leicht sieht. Tja. Dein T-Shirt, dein Oberteil ist verbuggt, das wobbelt bei mir voll komisch rum. Mach das mal wieder, zieh das mal richtig. Das wackelt voll. Guck mal, das ist die Kiste. Und ich kämpfe. Du kannst froh sein, dass in meinem Waffenschacht keine Waffe drin ist. Oder was auch immer das Ding in deiner Seite ist. Riecht wie Stein. Noch eine Information an die Killer, die es nicht kennen. Ihr könnt auch die Generatoren, die laufen, beschädigen, wenn ihr euch da vorstellt und die Leertaste gedrückt. Stimmt, das hab ich eben voll vergessen. Kann mal irgendjemand Vortex holen? Nein. Gleich mal aus. Ich glaube, das ist eine Putt-Situation, oder? Ja. Keiner möchte mich holen, weil ich nur Scheiße mache. Das kann ich verstehen. Er malt Kornkreise in den Boden. Das kenn ich. Ein Kornkreis liegt im Wald. Hallo. Ganz still und stumm. Will jemand eine Taschenlampe haben? Nee, ich hab eine Kiste. Von Alex. Jetzt kann ich mich auch selber heilen, endlich mal. Warum machst du die ganzen Paletten eigentlich kaputt? Hat das irgendwie so eine Intention oder ist das einfach nur so eine Phase? Aggression. Wen meinst du jetzt? Meinst du jetzt mich? Nö.
Eigentlich eher weniger, aber kann man natürlich auch so sehen. Ich habe eben auch zwei Paletten entwendet. Oh. Ich wollte eigentlich den Killer damit hauen. Oh, da war ja auch jemand. Willkommen. Ich laufe nackt durchs Feld. Die Taschenlampe bringt der mir gar nicht mehr so viel. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Alex' Werkzeugkiste und der normalen anderen Werkzeugkiste? Die gehört nicht Alex. Ich glaube, die Alex hat mehr Einheiten. Rennst du gerade vorm Killer weg? Nein. Nee, er rennt vor mir weg. Ich habe ihn getreten. Ja. Ach, da hinten ist er ja, ich sehe ihn. Fand ich jetzt zwar nicht so nett, aber Feier. Ja. Ich mag die Richtung nicht, in die du läufst. Frag mich mal. Soll ich das irgendwie ändern oder was? Also, nein. Ich hab. Ah, Scheiße! Hier, muss ich sagen. Aua. Ja, schon besser so. Ja, weiter. So ist gut. So ist gut. Ja, schön. Weiter. Nein. Bei mir ist schön entspannt. Mal die Palette in die Fresse und weiter healen, oder was war das jetzt? So sah das aus, ja. Ja, genau, das habe ich auch gemacht. Läuft, ey. Da. Geh weg. Gibt einfach viel zu viele Paletten auf dieser Map. Ja, wobei das mittlerweile schon random ist, aber anscheinend haben wir leider gerade gute Paletten erwischt. Übrigens kann ich mich noch daran erinnern, wo wir zu zweit gespielt haben und die ganze Zeit verfolgt haben. Ja. Da habe ich auch ein paar Paletten verbraucht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Zwei. Ich bin Hilli-Billi hinter ihm her. Drei. Ja, also zwei, drei waren es bestimmt. Und als Dankeschön hat er mich getötet. Das war aus Versehen, ich habe nicht rechtzeitig reagieren können. So. Darf ich jetzt auch endlich mal wieder mich heilen? Danke. Nein. Hau nicht. Auf den Kopf. Versteckt sich jemand hinterm Schrank? Nein. Oh ja, mach weiter. Nicht so ganz. Feier, ich seh dich. Aber es hat funktioniert. Juhu. Ich bin frei. Ich meine, mit diesem roten T-Shirt muss ich mich neben irgendwas Rotem verstecken, oder? Irgendjemand Bohrfalle. Du darfst mich schlagen. Wo bist du denn? Nein. Das, Bodi. Ich bin nicht da. Hallo. Ich kann mit der Taschenlampe nicht mehr richtig ziehen, das nervt mich. Nein. Ich glaube, er hat ein Problem mit mir. Kann ich verstehen. Da gehe ich nicht lang. Nein. Hi. Nein. Ich glaube, Skori sucht mich gerade, oder? Ey, warum stehst du mich und sie nicht? Hallo, Rabe. Hallo, Skori. Tschüss, Skori. Alter. Ich habe das Gefühl, er mag mich nicht, aber ich weiß nicht warum. Ich kann dir sagen, warum. Guck mal, das soll ich. Immer noch eine Palette. Du hast einen scheiß Modegeschmack. Ja, frag dich mal. So, was ich weiß. Hab ich ja nie bestritten. Willkommen im Club der schlechten Modegeschmäcker oder so. Wir sollten eine Selbsthilfegruppe aufmachen. Hallo. Huch, das ist der Geist. Ich glaube, Skori hat was hier gegen mich. Ja. Erstmal heil. Da kommt irgendjemand auf dich zugelaufen. Alter, Skori! Nein! Findest du auch die neue Modesaison 2017 seltsam hier? Das ordentliche Schweißfleck mit deinem Shirt, Alter. Echt? Das ist irgendwie voll schwarz, das ist irgendwie sehr merkwürdig. Wir müssen mal Vergleich machen, warte mal, stell dich mal nebenan. Ich hab einen Tanktop an, du Held. Ja, das ist mir auch. Du hast ein schwarzes Oberteil drunter. Wir müssen die dran! Da ist kein Sprintboost dabei. Wo ist das Struggle? Will das denn nicht? Das Struggle ist real! Ich rette dich, oder? Ja, also. Meiner! Hallo! Halt ich kann sich selber heilen. Er kann sich selber heilen. Meine Kiste ist fast leer. Guck mal, sie rennt einfach weg. Wo ist Brother eigentlich? Was hat der bis dato gemacht? Der steht wahrscheinlich irgendwo wieder im Schrank. Ich hab ein Ding repariert. Oh. Boah! Hat sich ja gelohnt, dich zu heilen. Ja, hat es. Fand ich auch.
verfolge jemanden. Ich will da jemanden sterben. Ich nicht. Oh, fuck. Ich bin ein Privatdetektiv und muss Leute beobachten. What? Ja. So. Hä? Was denn? Und die verdächtige Person steht neben dem Keller. Man sagt, doch irgendwo, der ist gemacht. Hallo, hör auf, Sachen zu sagen, die mich verraten können. Wie sagt man, der Täter kehrt immer Skori, mein armer Puls. Mach das noch ein bisschen weiter, kann heute Abend besser schlafen. Nee, ich war gerade so brain AFK und bin in den Keller gerannt, ohne es mitzubekommen. Dachte mir so, scheiße, jetzt ist Sackgasse, Skori. Natürlich hat das gesehen, das ist hinterhergekommen. Verstecke mich unauffällig, um den Verdächtigen zu beobachten. Brother, komm mal gerade her. Nein, ich geh weg. So, und, ich wette, der Einzige, der gleich ein Arschloch hinlegt, ist der gegenüber von mir gerade. Was? Brother. Warum? Was? Ja, also ich sag mal jetzt alle... ich renn die ganze Zeit hinter dir her, so nein. Aber du, ich kann mich nicht... Oh, da hinten ist ein Geist. Ich kann auch nicht richtig spielen. Nein, da ist kein Geist. Ja. So, das Geist gibt es gar nicht. Vor allen Dingen, er bleibt stehen, guckt sich um. Wo sitzt sie denn? Das sollte meine Aussage Ausdruck verzeihen. Also wirklich, sowas wie... Da kommt der Geistel. Also sowas wie Geister gibt es gar nicht, also wir wird's nicht verarschen. Hallo Geistel! Das ist Kaspar, der freundliche Geist. Oder auch nicht, man weiß es nicht. Skori. Sagt der Typ ernsthaft was zu Geister? Er hat gegen die Palette gehauen und das geht so nicht. Skori hat einen armen Generator, einen armen wehrlosen Generator getreten, der funkt hier so vor sich hin. Ja. Kannst du es mal der Baubehörde melden? Nein. Nee, daneben. Warte, hat er gar nicht, er hat noch gar nicht angefangen, den Generator. Generator zu treten, der hat Gefühle. Nein, ich glaube, er hat es nicht getan, ich habe mich verguckt. Er macht Paletten kaputt, das habe ich gesehen. Er hat nur so Funken gesprüht, das war gar nicht Skori. Au! Oh. Komm zu mir, ich sehe, wo du bist. Ich sehe auch, wo du bist. Alle sehen, wo du bist. Wo der Geist ist. Hinter dir wahrscheinlich. Oh. Au! Alter, vorbeschränkt, oh. Da. Nein, lass mich. Ah, ich wollte einkaufen kriechen. Einkaufen kriechen? Wo hast du mal lange für? Ich muss jetzt auch, ey. Oh ja, geiler Arsch. Genau, ein bisschen Fanservice, danke. Da. Nein, nicht der Haken. Der ist von Ikea, der geht doch kaputt. Nein. Ein guter Haken. Kaputt. Hab ich selber aufgebaut, der hält mich. Hallo. Hi. Taxi gefällig. Ja, bitte, danke. Hallo. Ah, ich hab wieder 10 FPS. Was ist mit Death by Daylight los, dass es plötzlich so mittendrin so spontan Ruckler hat? Keine Ahnung. Also die ging so auf dem Fenster. Das hat bei mir vor allen Dingen gerade einfach mal die Auflösung runtergestellt. Oh nein. Also ich hab konstante 60. Kannst du bitte Feier jagen? Warum? Ich hab dir geholfen, weil ich hab die Hacken geholt, hallo? Moment mal gerade. Ich steh grad ein bisschen Brain AFK rum. Du stehst immer Brain AFK rum. Sagt er richtig. Nee, ich hatte gerade ich hatte diese Auto-Einstellung bei der Grafik ein, deswegen war der gerade der Meinung, aus irgendeinem Grund, der müsste die Auflösung auf 50% erhöhen. Achso, du machst jetzt auch mit Heilen eine Palette da rumstehen oder was? Was soll ich machen? Meine Palette. Guck mal, da ist Feier mit ihm. Alter, du blöder Wichser! Ganz ehrlich, wenn du gleich die Schale deiner Runde spielst, Alter, das kriegst du wieder, ne? Du bist so ein dreckiges Stück Scheiße. Ich mach doch gar nicht. Du machst gar nicht. Du Drecksack. Ach. Generator ist fertig. Da habe ich mich gerade auf der Suche nach einem Generator bewegt. Geh weg. Nein, ich muss dich heilen. Geh weg. Oh. Auch deine Entschuldige Hilfe. Entschuldige, ja. Und ich bin nicht Feier, verdammt nochmal. Wir müssen in die Richtung. Scheiße. Go, go. Warum immer ich, ey? Was hab ich eigentlich getan? Weiß nicht. Rosa wird die ganze Zeit verschont und ich krieg aufs Maul. Lass sie los! Lass sie los! Hallo? Lass sie los! Jetzt geh weg. Ich mag das T-Shirt. Ihr redet die ganze Zeit irgendwas über Geister und über Geister gibt es gar nicht. Nein, Ich reporte ihn danach. Huch! Ich hab ja schon dreimal gehangen. Ups! Egal! Oh, ich hab nicht mitgezählt. Das kommt davon. Das ist mein Ausgang. Okay. Mach auf. Ich
mal eine Ahnung, wo die Ausgänge sind, das ist das Traurige gerade. Ich auch. Ist jemand einem mehr oder weniger vorbeigelaufen, glaube ich. Alle an einer Stelle, ich hab schon beide auf. Beide? Ja. Ich weiß aber, wo du ungefähr bist, glaube ich. Ah ja, du rennst richtig. Ich bin weg. Brother, Alter! Ausgang auf, ich bin weg! Ich hab einen Generator repariert. Ja, und dann war der... Willst du meinen Burrito beißen? Ja, warte mal, kannst du. Schmeckt ein bisschen lecker, warte, gib mal noch ein bisschen Soße her. Okay, warte. Ey, das was ist deine war das Soße. Denn? Ich hab mich Soße rangeschlagen. Pam, Alter, mit dem Kopf zuerst auf den Bordstein. Das tat weh. Ja. Ich bin als Einziger gestorben. Ja. Oh. Kann doch nicht wahr sein, du. Ja, ich hab einfach 46.000. Was sind das für Zahlen? Okay, bei mir hast du nur 20.000. Das ist... Wasser hat bei mir 9. Aufnahme. Ja, ja, ich glaubte das schon, aber trotzdem ist es ja witzig, dass irgendwie bei dir die Zahlen so toll sind. Bei uns nicht. Ist der Host. Ich möchte auch eine beschönigte Statistik haben. Das ist eine Host. Der Host-Bonus. Ja, stimmt. Okay, weiter zur Lobby. So, jetzt ist, macht euch auf eine unfaire Runde von Fire bereit. Was heißt denn unfair? Ich spiele immer fair. Nein. Ich spiele auch immer fair. Tschüss. Ja, ich glaube, ich gehe auch einfach raus. Ich weiß gar nicht, wen ich nehmen soll. Mich aber verschonst du, ne? Nee. Er nimmt wahrscheinlich jetzt die Hack oder so. So, bei Skori kann ich ja den Schlüssel nehmen. Boah. Hauptschlüssel. Ich muss mal kurz überlegen. Nein, nein, das auch nicht. Das ist auch unfair. Das machst du auch nicht. Das bist du auch nicht. Also, Fire für dich, alle Perks raus, alle Items raus, du darfst gar nichts machen. Was ist das denn? Okay, das bringt einem überhaupt nichts. Hier ist, glaube ich, sogar ein Rechtschreibfehler drin. Yo, Bill, was geht? Muss ich jetzt ein. Ich nehme jetzt einfach mal einen Killer, den ich eh nicht spielen kann. Die Hacker. Den Hacker. Oh. Hat der so ein Ding überhaupt nicht seltsam? Surat, Survivor-Bill-Name. Okay! Jetzt suche ich mir noch ein paar schöne Perks raus. Was gibt's denn hier Gutes? Den darfst du nicht. Den darfst du auch nicht. Nein, Fire, den auch nicht. Nein, der auch nicht. Finger weg, nächster. Nein, den auch nicht. Oh, der ist vielleicht okay, aber nein. Der vielleicht, aber nein. Wahrscheinlich kommt er jetzt mit einem Trapper um die Ecke. Leider nein, leider gar nicht. Oh, ich weiß nicht, was ich mitnehmen soll. Das ist alles so kacke. Ich will irgendwas Neues haben. Nicht nur Taschenlampe, Werkzeugkiste und Kacke. Ich hab jetzt einen Schlüssel. Wir sind mit der AK-47. Das wäre doch mal eine Idee. Schalüssel. Das ergibt irgendwie gar keinen Sinn. Das ist mein Hausschlüssel. Den darf ich nicht verlieren, hat Mama gesagt. Meine Toolbox sieht schon verpackt von Anfang an aus, ey. Bei mir hängt sie richtig. Was? Lol, XD. Was zum? Was? Nein, nein, du musst schreiben. So. So, schöne Opfergabe. Webbe. Habe ich nicht schon eine Opfergabe? Ah, hier. So. Was es auf der Arbeit gibt, ist Achievement, Rufzeichen 1111, 11, 11, Rufzeichen.